kriegen wir doch hin. 100%. Wageneingang zu niedrig. Wer hätte das gedacht? Wir haben keine Kohle. Geil. Okay, ich weiß zwar nicht genau, warum ich gerade Sojabohnen produziere. Eigentlich sehe ich da gar keinen Sinn. Obwohl doch, Rinderfarm, jetzt sehe ich es auch. Na, meint. Also brauchen wir erstmal 3.500, wie war das? 7.500, okay, na, meint. Doch ein bisschen mehr. Als erwartet. Aber wir haben es ja auch nicht mit Verdienst gerade. Genau, das versunkene Lagerhaus war das. Ich bin gespannt, ob es mehr von der Sorte gibt. Hey, sieh mal, wer da ist. Schön, dich zu sehen. Einen solchen Deal würde ich niemals ablehnen. Das mache ich auch nicht. So, dann können wir das Ganze hier mal steigern. Du hast deinen Laden gut im Griff. Schön für dich. Neues Gebäude für mich erweitert. Orbitaler Raumhafen. Und es werden immer mehr Manager. Ne, es werden wieder weniger Manager. Was? Ist hier vor sich. Let's go. Lass was drauf, so viel steht fest. Okay, das war's von unserer Seite. Jetzt müssen wir die Startrampe nur noch einweihen. Gehört. Die Systeme sind bereit und die Shuttles in Position. Starten Sie den Countdown. Heißt, wir können jetzt gleich den Mond besiedeln. Juhu! Geht ja doch relativ, ja, relativ flott, sage ich jetzt einfach mal. Oh, knapp unter 5000. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Seid ihr bereit? Ich bin es. 5, 4, 3, 2, 1. Geil. Ein historischer Moment. Die ganze Welt schaut zu Ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor Ihnen. Ihre Kolonisten erwarten Ihre Befehle. Schauen wir mal, wie sich meine Schiffe im Kampf schlagen. Wir machen hier einen Verlust, ich weiß zwar nicht warum. Ich upgrade nochmal ein paar Leute.
Geld ist einigermaßen stabil, dann besuchen wir mal den Mond. Bevor wir uns um das Problem hier kümmern. Und seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, hat die Orbital Watch die meisten Kolonien der LEC übernommen. Da oben sind sie auf sich alleine gestellt. Boah, dann ist jetzt die Frage. Wollen wir Bauplätze haben? Projekt seltene Rohstoffe. Novikov-Krater. Der Novikov-Krater ist von Mondhügeln umgeben mit einem kleineren Krater an der Seite. Eine tiefe Spalte macht ihn schwer befahrbar, doch bietet er genug Platz für alle, die eine neue Heimat suchen. Am wenigsten Nektar, 20 Kraterbauplätze. 20 Kraterbauplätze. Sind das jetzt 20 Krater, die man bebauen kann? Oder ist es aber noch nur einer? Arbeitskraftprojekt. Bieten Sie den Flüchtlingen vor dem Mondkonflikt Schutz, um helfende Hände zu erhalten. Projektbelohnung. Die LSC-Flüchtlinge sind eine große Verstärkung ihrer örtlichen Arbeitskraft. Macht ja schon fast ein bisschen Sinn. Iwamoto-Krater. Meteoriteneinschläge haben diese drei Ruhe. In andere Sektoren expandieren. Es ist wohl an der Zeit. Ja, ist ja gut. Meteoriteneinschläge haben diese drei unförmigen Krater entstehen lassen, die als Iwamoto-Krater bekannt sind. Möglichkeiten zum Bergbau und seltene Ressourcen aus besagten Meteoriten locken Kolonisten. Das ist schon interessant. Das ist mit den, ja, Schiffen seltene Rohstoffe aus den Meteoriteneinschlagstellen auf der Mondoberfläche. Der Meteor hat sich sogar als größere Magnetitquelle erwiesen, als wir erwartet hatten. Dann schwimmen wir in Ressourcen, das ist schon mal gut. Mare Relictum. Das Mare Relictum bildet einen fast perfekten Kreis mit einem einsamen Berg in der Mitte. Dies ist eine atemberaubende natürliche Formation. Es gibt Leute, die lautstark fordern, es für zahlende Besucher zu öffnen. Hotel zum Mondkrater. Bauen Sie und versorgen Sie die größte Touristenattraktion im Weltraum. Ich glaube, ich nenne Iwamoto-Krater. Sie haben Phase 3 des Mondlizenzierungsprogramms begonnen. Ihre Shuttles sind in dem ihnen zugewiesenen Siedlungsgebiet eingetroffen. Sie müssen dort eine Mondkolonie gründen und mit der Helium-3-Extraktion beginnen. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung eines stabilen Fusionsreaktors. Weitere Informationen. Feindliche Aktivitäten in der Nähe Ihres Siedlungsgebiets entdeckt. Seien Sie vorsichtig. Da sind Sie also. Der Mond. Ihr ganz persönliches Stück davon. Fakt ist, dass dieser Sektor immer wieder von Meteoriten getroffen wird. Ihre Bruchstücke können als Quelle für seltene Elemente aus dem All dienen. Aber machen wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Die Errichtung einer Mondbasis sollte jetzt Ihre einzige Priorität sein. Das habe ich natürlich dummerweise nicht bedacht. Die Sicherheitsvorkehrungen erfordern, dass Sie Mondkolonien nur in Kratern errichten. Sie bieten den besten Schutz vor kosmischer Strahlung und Meteoreinschlägen. Sicher, dass da wo die Meteoriten schon eingeschlagen haben, dass es dort ein sicherer Ort ist? Ich weiß ja nicht so recht. Ich denke, ich werde aber den größten zuerst beginnen zu bebauen. Koordinaten bestätigt. Aber das habe ich natürlich jetzt bei der Auswahl jetzt nicht bedacht, dass da, wo viele Meteoriten schon eingeschlagen haben, dass da die Wahrscheinlichkeit natürlich auch gegeben ist, dass es nochmal zu Meteoriteneinschlägen kommt. Was haben wir denn hier? Wir haben Titanplatten.
das ist wahrscheinlich eines der vielen, einer von den drei Kratern. Das sagt ja auch ein Projekt. Im Gange. Koordinaten bestätigt. Okay, wir brauchen 100.000 Credits. Herzlichen Glückwunsch. Dann kümmern wir uns mal um den anderen Kram. Hier ist das Problem Konservennahrung mal wieder. Hier sind nicht viele Besucher. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Dieser Bauplatz steht allein Ihnen zur Verfügung. Bleibt uns nichts anderes übrig. So, haben wir das auch schon mal. Quasi noch hier auch noch Luxus gut. Wow. Angestellte mögen mehr. Das heißt, es macht es auch Sinn, das Ganze zu bauen für 50.000 Credits. Holy shit. Minus 16. Boah, lecko mio. Ja, das wird natürlich hervorragend, dass wir so viel Geld haben. Hey, schön dich zu sehen, mein Freund. Dann haben wir einen Deal, mein Freund. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Und nicht weiterhin ein Dixmangel. Und obendrein ein Geldmangel. Das ist absolut hervorragend. Möchtest du zur Abwechslung mal was für mich machen? Ich möchte kein Graphen verdienen. In einem der Foren, die ich lese, ist mir was ins Auge gesprungen. Und ich dachte, das gehört ein. Sind wir gezwungen? Eher weniger. Es macht vielleicht Sinn. Seile sind befestigt. Mehr Sinn, wenn wir auch ordentlich Geld verdienen. Wir haben, keine Ahnung, 2000 Credits pro Woche, was immer das ist, verdienen. Vor allem, wir müssen immer noch die Schulden zurückzahlen. Ne? Ist zwar nicht viel, aber ist auch nicht wenig. Deine Karten haben sehr viel Traffic im Netz ausgelöst. Ich dachte, ich melde das Problem mal lieber. Sag nicht, du kneifst.
bring unsere Schiffe da weg, aber alle in einem Stück. Graphen, toll, Graphen, aber kann ich leider gar nicht mit anfangen. Ich brauche Geld. Dieser militärische Kram ist nicht ganz so meins. Möchtest du das übernehmen? Plus 4, plus 1. Ausgeglichen, nicht ausgeglichen. Oh. Ich merke schon, wir haben mehrere Baustellen. Die größte Baustelle ist das Geld. So wenig Früchte, das ist der Wahnsinn. Sollten wir eine angehörige Produktion haben. Jawohl. Haben wir einen Termin? Robots. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Ja, möchten Sie etwas? Biokost. Wir wollten mich doch wohl verarschen. Das Biokostenproblem ist gesperrt, Leute. Reicht nicht ganz. Moment, kann ich das nicht? Könnte ich die Straße nicht moven? Machen könnte, ich könnte die Straße in diesem Bereich demolieren. Und das Ganze drum umbauen. Das wäre das Maximum, genau. Sollten wir doch wieder. Alles ist in bester Ordnung. Dank ihm. Really? Gut, wir können den Ganzen auch sagen, die sollen davon nichts bekommen und so, ne? Aber. Biokost minus 2. Das ist natürlich optimal, dass wir jetzt hier eine Reisfarm haben, die uns denkst, es bringt. Aber wir können hier noch moven. Oh wow. Arbeiten wollen. Ja, woher soll ich ihn nicht wissen? Oh nein. Really? Sagt man nicht, wir können nichts machen. Den richtigen Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Was möchten Sie von mir? Verdammte Scheiße. Es kommt doch immer wieder neue Probleme. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, woanders zu leben.
Das ist auch wieder so eine Sache, die mich ein bisschen nervt. Dass man theoretisch gesehen gar nicht wirklich. Also, das ist also eine für mich macht das jetzt gerade wenig Sinn, dass man irgendwie alles auf Max haben kann. Also alle Wohngebäude auf maximaler Stufe. Auf dich habe ich schon gewartet. Hast du kurz Zeit? Ich würde das ja selbst machen. Aber gut, ich wollte mich schon selbst drum kümmern. Natürlich. Wolltest du das? Was ist denn? Schützen die Dinger oder wie? Container beladen. Wir sind aufgeflogen. Container beladen. Roger. Wir sind aufgeflogen. Bestätigt. Ich verstehe. Okay, im Grunde genommen sammeln wir jetzt gerade Credits, um mehr Credits zu bekommen. Dass wir schnell auf 400.000 kommen. Das wäre halt einfach mal ein guter Verdienst hier, ja? Eine gute Balance. Vielleicht auch, dass wir mal die Schulden zurückgezahlt haben.